Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Neckarauer Straße. Nach Angaben der Polizei missachtete der Fahrer eines Kleintransporter das für ihn geltende Rotlicht, als er von der Neckarauer Straße in Richtung Wolterstraße abbiegen wollte. Einem entgegenkommenden in Fahrtrichtung Innenstadt befindlichen BMW gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund dessen fiel der Kleintransporter auf die Seite. Die Insassen wurden leicht verletzt und in einem Rettungswagen behandelt. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht vonnöten. Der Kleintransporter wurde durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr wieder aufgestellt und im Anschluss abgeschleppt. Auch der BMW musste abgeschleppt werden. Die Neckarauer Straße war in Fahrtrichtung Innenstadt während der Unfallaufnahme gesperrt.